Moin Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir super simpel, was die Eigenkapitalquote ist und die ganz einfach mit der Formel berechnet und zum Schluss auch noch interpretiert. Also folgendes, die Eigenkapitalquote gibt das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital eines Unternehmens wieder. Was meine ich jetzt damit? Naja, ganz einfach. Die Eigenkapitalquote errechne ich, in Prozent natürlich, wenn ich mein Eigenkapital von meinem Unternehmen, das kann ich hier entnehmen, die Summe von den ganzen hier, geteilt durch das Gesamtkapital. So, manche machen jetzt halt nur Eigenkapital, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, das ist für die dieses Gesamtkapital, manche nehmen Rechnungsabgrenzungsposten dazu, andere nicht. Ich persönlich nehme das alles dazu. Deswegen mache ich immer mein Eigenkapital, das ist jetzt halt hier, das mache ich geteilt durch die Summe der Passiva. So, und dadurch habe ich meine Eigenkapitalquote. So ermittelt man es auch in den meisten Büchern da draußen. Und jetzt habe ich eine Eigenkapitalquote in dem Beispiel von 30,65%. Wunderbar. Und der Punkt ist ganz einfach. Die Eigenkapitalquote gibt eigentlich nur Auskunft darüber, wie viel von dem Gesamtkapital eigenfinanziert ist. Also zu Deutsch, umso mehr Eigenkapital ich habe, umso stabiler ist das Unternehmen, wenn zum Beispiel irgendwelche Risiken kommen. Oder desto weniger Zinsaufwand habe ich natürlich, weil ich dementsprechend weniger Fremdkapital habe. Und in der Theorie, also in der FOS und der BOS, sagt man immer so, ja, 50% Eigenkapitalquote ist angestrebt, 33% ist noch okay, also solide, und alles schlechter als 23% ist dann schon kritisch. In der Praxis da draußen ist es aber wiederum anders, weil heutzutage sind die meisten Unternehmen aufgrund deren Struktur sehr fremdkapitalfinanziert. Und darum sagt man auch schon, dass alles größer 20% gut ist, alles zwischen 28% mittelmäßig und alles kleiner 8% dann eben schlecht ist von der Eigenkapitalquote. Aber das ist natürlich ganz abhängig von deiner Branche und dem Geschäftsmodell, wo du bist. Aber du solltest dir einfach merken, die Eigenkapitalquote gibt einfach Auskunft darüber, von deinem gesamten Kapital deines Unternehmens. Wie viel Prozent ist denn eigenfinanziert? Durch Eigenkapitalgeber oder hat sich das Unternehmen über die Jahre hinweg selber eigens geschaffen? Und ansonsten gibt es noch die Fremdkapitalquote, aber dazu anderes Video.